Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt, vor der Kamera und hinter dem Mikrofon, euer René. Und wir spielen heute ja bei unserer Mission weiter bei Planet Base. Jo, und gespeichert haben wir jetzt hier auch gleich wieder mal, ne? Und wir haben ja hier beim letzten Mal gehandelt. Wir bekommen hier so einiges. Vor allem auch Bioplastik bekommen wir hier. Natürlich wird aber auch hier noch einiges anderes verscherbelt von uns hier, ne? Der Händler wartet jetzt natürlich noch ab, bis er seine Rohstoffe hat, bevor er die unsere hier gibt und einen Abflug macht. Sprich, bevor wir hier dann die 5 Bioplastik bekommen. Ne? So, jetzt haben wir die 5 Bioplastik erhalten. Dann schaue ich zuerst einmal noch schnell nach, hier energiemäßig. Ob sich das jetzt noch ausgeht hier oder nicht. Ich fürchte nämlich nicht. Und ich fürchte, dass wir zu wenig Bioplastik haben werden. Energiespeicher ist kritisch, ja, ich weiß. Es geht auch schon fast gar kein Wind hier, ne? Fast kein Wind, keine Energie mehr und ja. Das war's erstmal mit der Energie. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass er irgendwie gleich was, ein bisschen was ankommt, ne? Irgendwie, irgendwo, ne? Wind vielleicht, Sonne vielleicht. Wäre natürlich jetzt voll ideal hier. Jetzt wäre es aber schön langsam hier, nicht schlecht, wenn hier mal Sonnenenergie, weil Sonnenkollektor dreht sich schon. Sonnenkollektor dreht sich. Ja. Schön langsam kommt hier die Energie wieder zurück, seht ihr das? Da haben wir schon die Gänge. Jetzt kommt schön langsam hier die Energie zurück. Biodom hat jetzt dann auch wieder Energie. Nur woran hat es gelegen? Aufpassen auf unsere Energie, ja? Okay, jetzt haben wir 34. Ich glaube, ich muss mal kurz nachschauen, wie viel kosten da sowas, ne? Das ist ein Eisenerz, zwei. Also zwei und eins, ne? Wenn ich das hier irgendwie da mit ransetze. Wie viel brauche ich da? Da brauche ich auch noch eine. Sind drei. So. Wie viel brauche ich jetzt für die Kuppel? 9 weniger 3 sind 6. Das geht sich hier auch aus. Ich glaube, der Energiespeicher wird mir nämlich nicht voll. Es ist zu wenig Energieproduktion untertags. Was habe ich denn jetzt am Verscherbeln hier, ne? Eigentlich nicht allzu viel, ne? Die haben auch aber nichts, was ich brauchen könnte. Ne? Also bitte.
So, Energiekollektor, Sonnenkollektor ist vorhanden. Also das müsste jetzt aber bitte noch klappen hier, ne, dass wir den hier vollkriegen. Bitte. Es geht aber auch hier auch fast gar kein Wind momentan. Das ist schon nicht gut irgendwie. Ich möchte jetzt nur noch nicht zu viel von dem ganzen Zeug hier verbrauchen, ne? Ich weiß, dass ich nämlich da herüben brauche. Ich weiß, dass ich es da herüben brauche und deswegen möchte ich es noch nicht allzu weit verbrauchen gehen hier. Für nochmal ausbauen gehen, ne? Ihr wisst, was ich meine, oder? Also, das Endlosspiel ist fast angenehmer zum Spielen. Herausforderung ist halt, die Mission zu schaffen, ne? Herausforderung ist aber auch mein Rücken, dass ich hier nicht zu lange rumsitze, ne? Jo, Fabrik wurde gebaut. Jetzt baue ich erstmal da bitte noch den Gang. So, der Gang wurde gebaut. Was? Okay, Eisen für Waffen. Ersatzteilwerkstatt. Halbleiter. Scheiße. Ach so, ja, richtig. Der Teil hier wird nicht gebaut, ne? Den kann ich hier nicht. Da brauche ich ja da die Ding. Ah. Aber was könnte ich hier bauen? Waffenwerkstatt, Halbleiterfertigung. Ein Ingenieur kann hier Halbleiter herstellen. Ersatzteilwerkstatt. Vielleicht könnte ich ja auch mit Ersatzteilen hier handeln. Versteht ihr, was ich meine? Oder ich schaue mir das Ganze mal noch an, was ich hier noch. Ich fürchte, dass ich dann nämlich noch mal Plastik brauche. Ich fürchte, dass ich hier noch mal Plastik brauche. Und wie schaut es jetzt mit der Energie aus? Ja. Energiekollektor ist einmal voll. Wieder mal. Schaffe ich das, dass ich hier noch einen Energiekollektor da irgendwie irgendwo rankriege, ne? Sure. Jetzt ist es zu spät natürlich mit dem Energiekollektor. Jetzt wird er schon verbraucht. Ja. Dann werden wir diese Struktur erstmal deaktivieren, weil ich noch nicht weiß, was ich da drinnen machen werde. Das heißt, ich brauche Stahl und ich brauche Bioplastik, unbedingt. Dann könnte ich aber mit der Stärke zumindest handeln. Also mit der Stärke werde ich wahrscheinlich nicht anfangen. Habe ich so das Gefühl hier, ne?
Und wenn ich mir mit der Stärke handle, also wie in dich hier, Weizenfeld, Maisfeld. Ja, und wenn ich mit der Stärke schon handeln werde, ne, kann ich hier noch das hier und auch noch das hier mit reinstellen. So. Und dann habe ich mal die zwei Bioplastik sinnvolle angelegt in Stärke. In die Stärkeproduktion. Und ich hoffe, dass ich hier gleich noch wieder Energie raufkriege. Dass hier gleich die Sonne angeht, ne? Ja, zumindest geht ein bisschen der Wind hier, ne? Aber nur ein bisschen. Mit dem Wasser sollte ich auskommen. Da kommt ein Händler, Handelsschiff hier. Ich weiß nicht, ob ich die Halbleiter hergeben sollte. Der hat mir eigentlich sowieso nicht wirklich was, ne? 80. Halbleiter 40. Transportpartner. Nö, brauche ich nicht. Brauche ich alles hier nicht? Wie viele Leute habe ich? 5. 2 Biologen. 3 Ingenieure. Und das hier sind meine Roboter, ne? Sport. Ja, keine Energie mehr. Ein Bauboot. 4 Transportboot und 4 Bohrboots. Ja, haben wir wieder das gleiche Spielchen mit der Energie. Müssen wir wieder warten. Müssen wir wieder warten. Ja, ja, bitte. Ich habe schon mitbekommen, liebes Spiel. Ich hab schon mitbekommen. Ich hab schon mitbekommen, dass du keine Energie hast. Aber da kommt ja schon die Energie. So, Energie haben wir da. Jetzt wirst du ja wohl warten. Jetzt wirst du mir ja wohl nicht schon wieder gleich da alles total doof machen gehen, oder? Ich habe nur noch einen Stahl. Das kann ich mit einem Stahl machen. Na, gar nichts. Da brauche ich auch nur noch 2 Stählchen. Mit der Robotikeinrichtung. Nee, das war falsch. Das kann ich aber da wirklich machen. Ersatzteilwerkstatt. Halbleiterfertigung. Hier Ersatzteile herstellen. Ingenieur kann hier Waffen herstellen. Ich will keine Ersatzteile herstellen. Ich weiß ja nicht mal, was ich für die Ersatzteile brauche. Ich fürchte, dass ich da nämlich Stahl benötige für die Ersatzteilchen. Wieso sind die rot? Was machen meine Biologen? Wieso kümmert ihr sich nicht darum? Kümmert euch drum. Die sollen ja nicht rot sein.
Was macht die Energieproduktion? Ja, die könnte ein bisschen schneller anlaufen hier. Wäre vielleicht nicht so mal so verkehrt, ne? Ja, ich bin hier in der dritten Folge und es funktioniert gar nichts mit dieser Mission. Ich bin unzufrieden damit. Echt. Wow. Vollkommen unzufrieden. Vor allem planungstechnisch hier. Wie schaut's jetzt aus? Wird endlich, ja, der zweite wird auch mal endlich angefüllt. Ja, ich meine, mit 10.000 Energie sollten wir eventuell noch auskommen hier, ne? Über Nacht. Wenn der komplett angefüllt wird, ist die Voraussetzung. Was machen die Roboter da? Machen die überhaupt was? Ja, die bauen was ab. Soweit ich das mitgekriegt habe, ne? Energiemäßig. Na, noch nicht einmal, noch nicht einmal dort, wo ich eigentlich hin möchte oder hin muss. Wird wahrscheinlich knapp werden. So, da haben wir wieder ein Schiffchen. Was kannst du uns anbieten? Oder mir, ne? Ah, Bioplastik und Stahl. Wert 15. Dann gehen wir mal auf 3. Da gehen wir auf 3. Muss ich das jetzt kompensieren mit 123? Ich würde gerne nicht machen. Stärke nur 5. 15. 30. Das bringt mir nichts. Muss ich vielleicht doch in die Ersatzteilproduktion gehen? Das könnte natürlich auch möglich sein. Und dann noch. Geht sich dann noch was aus? Machen wir so rum. So. Es wird gerade da hin und her transportiert und so, ne? Das wissen wir ja, ne? Energieproduktion. Energiemäßig. Kann langsam besser werden hier noch, ne? Und dann würde ich das hier einschalten. Energie. Kommt hin. Würde ich eben in die Ersatzteilwerkstatt was einbauen wollen. Also, weil wenn ich schon da Ersatzteile vielleicht mit denen handeln werde oder muss oder so. Ich hoffe, die brauchen dann nur Erz. Und nicht Stahl. Denn sonst habe ich ein kleines Problem hier. Sonst muss ich da noch mit Stahl auch noch wieder hin und her handeln. Ja, das wird langsam hier Ding, ne?
Okay, wir haben unseren Handel abgeschlossen. Und ich würde auch vorschlagen, jetzt wo es Abend wird, schauen wir noch ganz kurz hier rein. Ja, wir sind gerade noch, ja genau, bei 10.000 Energieeinheiten hier, als es ja zum Abfallen beginnt. Ne? Damit sollten wir jetzt hoffentlich über Nacht noch auskommen. Und wie es hier weitergeht, das erfahrt ihr beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich spiele für euch Planet Base, die Mission. Bis dahin, tschüss, servus, bye bye, baba.